You did great, sweetie. Seit rund 2 Wochen werden Kinder ab 5 schon in den USA geimpft. Israel hat vor 3 Tagen nachgezogen. In Deutschland liegt die Altersgrenze jedoch weiter bei 12. Das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel sichtet aber bereits die entsprechenden Daten zur Zulassungserweiterung für die Jüngeren. Das ist natürlich eine vulnerable Gruppierung, die aber natürlich die Pandemie durch die Übertragung weiter mit befeuert. Und wir werden sehen, wie die Sichtung dieser Daten in Bezug auf die Zulassung dieser entsprechenden Impfstoffe ausgehen. US-Studien zeigen eine Wirksamkeit des Impfstoffs von BioNTech/Pfizer bei Kindern zwischen 5 und 12 von über 90%. Ausreichend sei dafür 1/3 der Erwachsenendosis, was auch die Impfreaktionen mildern soll. Die bestünden in der Möglichkeit von Rötungen und Schwellungen sowie Erschöpfung und Kopfschmerzen. Bis Mitte Dezember wird eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde erwartet. In Deutschland könne dann die Kinderimpfung kurz vor Weihnachten zugelassen werden. Und damit über 1,5 Monate später als in den USA. Anders als dort sei hier keine Notwendigkeit zur Eile geboten. Wir sehen in den USA eine sehr viel größere Krankheitslast. Hier sterben sehr, sehr viel mehr Kinder als in Deutschland. Natürlich ist dann die Eile sehr viel größer. Diese Eile haben wir im Moment in Deutschland nicht. Insofern sollten wir uns da Zeit lassen, gelassen sein und die Empfehlungen der Experten abwarten. Damit Schulen und Kitas bis dahin offen bleiben können, sollen sich jetzt erst einmal die Erwachsenen einschränken, fordert der Deutsche Kinderschutzbund. Die Gesellschaft müsse endlich anerkennen, welche Opfer die Kinder und Jugendlichen in der Pandemie bereits gebracht haben. Es kann nicht sein, dass die Erwachsenen sich hemmungslos vergnügen, indem sie in geschlossenen Räumen Karneval feiern und im Fußballstadion oder auf dem Weihnachtsmarkt dicht gedrängt stehen, während die Schließung von Schulen und Kitas drohen, so Verbandspräsident Heinz Hilgers. In den USA haben derweil bereits rund 2,6 Millionen Kinder zwischen 5 und 11 ihre Erstimpfung erhalten. Vollständig geimpft sein könnten die Ersten dann bereits an Weihnachten.